auch der Audi RS3 ist für mich eins der Autos, die hier generell auf der Rennstrecke am besten funktionieren. Die Agilität ist besonders hoch. Der neue Audi RS3 hat sich vor allen Dingen fahrwerksseitig verbessert. Das Geheimnis ist im Endeffekt, dass du früher ans Gas kannst. Und das passiert eben mit einem feiner abgestimmten Brake-Torque-Vectoring, wo das Auto schon besser positioniert wird aus der Kurve raus. In Verbindung mit dem Torque-Splitter sorgt das eben dafür, dass du ab dem Scheitelpunkt spätestens mit weniger Lenkwinkel auf die nächste Gerade fährst. Generell sensationell. Aus der Hüfte geschossen im ersten Versuch, bin ich direkt mit 35er Zeit gefahren. Überall ein bisschen mehr Risiko gegangen und dann haben wir nochmal die 7,33, 1, 2, 3 rausgequetscht und da sind wir auch super glücklich mit. War eine perfekte Runde, hat unheimlich Spaß gemacht und bin auch fahrerisch sehr zufrieden. Der Audi RS3 ist eins meiner Lieblingskinder. Ich wüsste jetzt aus dem Handgelenk heraus nicht, wo das Auto besser gemacht werden könnte.